bin immer noch etwas baff, dass das mit Brooke so gut ausgeht oder weiterhin so gut läuft, eben zwischen Max und Brooke. Aber da lernt man auch in einem dritten Durchlauf einfach nicht komplett aus, oder dann doch mehr, aber man hat zuvor mit nur zwei Durchläufen noch nicht alles gesehen. Klar, einfach, ich bin so schmutzig, aber erst einmal hallo-derseits und willkommen zurück bei Life is Strange. Ein lila weißer Rucksack. Nur noch ein Bild und das ist die Alyssa. Erstmal müssen wir an dem Arsch vorbei. Einfach müssen wir erstmal mit dem reden. Oh Mann, ey. Reden müssen wir immer, auch wenn wir nicht direkt mit ihm sprechen, dann quatscht er uns an, oder? I bet Mr. Jefferson has had to deal with a lot of troubled students. Excuse me, Max. Can you come over here? Sure. You look worried. Is everything okay? Just between you and me. I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. Not exactly. Never mind. Sorry. I have to go and work on my photo. You can talk to me anytime. And Max, can I talk to you about Kate? I assume you know about this viral video? Kate is freaked out by all of this. She can't do homework while she's being tormented on a daily basis. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Yes, I talked to her this morning. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. Rachel was nothing like Kate. And Principal Wells said you had something on your mind you wouldn't tell him. You care to share? Nein. Not right now. I'll tell you everything as soon as I figure it out. I'd like to believe that, Max. It just seems like there's a lot of drama around you this week. Listen, should I... Excuse me, Max. Hello? Yes? Hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Nimmt gerade die neue Technik für die Dunkelkammer entgegen, wie Max die Augen rollt. Okay, bevor es zu spät ist. Dana, you are out of control. Turn left, then right. Show me the love. Der Regen plätschert, ist gerade ein schönes Wetter, auch wenn es irgendwie nicht so schön ist, aber Regen ist halt auch schön, wie ich finde. Zack, alle Bilder aus Episode 2. Aber das wird auch wieder eine Herausforderung. Da bin ich mir jetzt so noch gar nicht sicher, ob das was wird. Einfach die Augen offen halten, immer die Augen offen halten. Bisher 100% mitgenommen. Bewusst nicht mitgenommen. Hab das Gefühl, auch diese Serie wird in diesem Durchlauf noch reißen. Ich bin gespannt. Alyssa really lives for her classes. Not now, Max. I'm contemplating shit. Genau so sieht's aus. Not now, Max. I'm contemplating shit. Ich meditiere, steht da. Contemplating shit. Shit. Die $5000 Kamera, oder? Whoa. Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. Mal 4. But I still dig my little instant camera. Das Ganze noch mal 4. Arcadia Bay looks way more majestic here. Stimmt, die 5000 Tacken paar zerquetscht, die waren ja die Kamera von der Weg. Das ist ein schönes Bild. Majestätisch, mysteriös. Leuchttürme haben halt sowas an sich. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Das haben Wälder auch so an sich. Märchenwald.
Stella, was guckst du denn da so? I guess I'm out of time to turn in a photo for the contest. Irony. Ich hab keine Zeit mehr. Und das sagt jemand, der eine Zeit reisen kann. Was ist denn hier los? Hey, Hayden. That's a great sketch of Dana. Daniel is the real deal. Dana wirft sich in Pose. Jetzt gar nicht so wirklich. Was macht denn der Frosch da noch? Ach so, sie soll den Daniel küssen, damit er zu ihrem Prinz wird. Tut mir leid, Daniel, aber da gibt's schon den Skaterboy. Ist auch irgendwie komisch, oder? Wir haben hier einen weiteren Daniel. Es gibt doch schon einen besonderen Daniel in dem Life is Strange-Universum. Puh. Auch wenn er später hinzukam. Deckenkontrolle, ganz schön hell. Und Wasserflecken. Wie so an vielen Orten. Gut, hier passt das mit der Pause. Dann hat er es gerade da aufgenommen mit der 50 in Pose. Dana is ready for her 15 minutes of fame. No time to talk, Max. Posing in progress. Do you think Max will be pissed we're sitting at her desk? Oh, I'm sure she'll report us to the principal. Like I give a flying fuck. Or she'll run to Mr. Jefferson, like he gives a shit. Like anybody does. Max is such a little... Shh, I think she can hear us. Als ob sie kümmern würde. Bei Dana könnte man jetzt sagen, so oberflächlich und aufgetakelt und überhaupt, aber wenn man sie näher kennt, dann denkt man halt nicht so. Zumindest ich nicht. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Synapse, dunkle Schönheit von Mark Jefferson. Film gegen digital. Wegwitch. Dürfen wir hier mal dazwischen? Nee. Wie zerrissenen Hosen. Wem's gefällt. Aber ich würde mir zum Beispiel nie solche Hosen kaufen, die schon so zerrissen sind. Ich meine, die sehen ja nach 6 Jahren von alleine so aus. Da muss ich mir nicht kaputte Hosen kaufen. Die beiden passen gut zusammen. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Max, es wird mal eine Zeit geben, da wirst du von ihm genug haben. Da wirst du sagen, boah, bäh, dieser Jefferson, widerlich. Popwine ist crunchtot mit den neuesten Werken von Mark Jefferson. 10 Gründe, den Jefferson nicht zu mögen. 10 Gründe, eine E-Mail zu haben. So sehr ich die beiden auch nicht mag, so sehr freue ich mich wieder auf die Szene, wenn Victoria in ihrem Zimmer sitzt und Nathan gerade in der Tür steht. Ja, die beiden können auch einen guten Kern haben, aber sie können ihn auch sehr gut verstecken. Sehr, sehr, sehr gut. I should have told the principal about Nathan and the gun just for life insurance. Allein schon die Tatsache, dass es zum Beispiel, wenn Max dann auf dem Weg zum Diner ist, eine Szene gibt, wo ich mir sage, der Nathan tut mir leid. Er als Spielball von so vielen, von seinem Papa, vom Jefferson, in was er da hineingeraten ist. Oder mit dem Drew.
Als Samantha gemeint hat, hey Chloe, mach was. Partei von Nelfen ergriffen. Oder am Zelt. Ja. Oder das Bild mit Rachel in Before the Storm. Und dann der Gedanke, was er Rachel antut. Oh. Und so arschig, wie er auch sonst ist. Und über Vic brauchen wir auch nicht weiter zu sprechen. Mache ich bestimmt irgendwann mal wieder. Aber fahre ich jetzt nicht auch nochmal ganz groß aus. Aber allein schon die Szene. Hier, sie mit Farbe voll und ganz allein auf der Treppe und Max geht nicht drauf ein und sitzt da an und stichelt. Nee. Nett sein. Und dann ist sie auch so in Ordnung. So gut zu Max. Warum können nicht alle einfach nett sein? Aber so richtig nett, nett, nicht nett, scheiße. I should have told the principal about Nathan and the gun just for life insurance. Guten Tag. Here comes the mysterious Max, disguised as a pixie hipster. Like all the other precious twee artists here. Also you really nailed me. Meow! Bring out the claws. I love seeing chicks fight. Right. Can I sit at my table now? Max thought we were going to be buds. Fucking ha ha. Assholes. Absolut. Pfui, Nathan, pfui, Victoria, aber wundert mich ja nicht. Ach, Max Stuhl. Na dann, Hayden kommt rein. Es war nicht Logan, es war Hayden, oder? Wobei Hayden sitzt ja schon. Dann kommt. Oh, nee, kommt Zack rein? Logan kommt nicht rein. Hayden ist ja mit hier in der Klasse, der kommt ja nicht reingerannt. Ist es doch Logan? Zack war es nicht. Ich lege mich jetzt fest, Logan war es, der hier reinrennt und das verkündet, was da auf dem Wohnheim abgeht. Diese Details. Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong. Akten and nicht weird. Gesehen. Dieser David, der ist verdammt verdächtig. Ja. Warum kann Warren nicht mit Max in einer Klasse sein? What up, Max? Immer. Hey, Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say, and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit down. Maybe I'll see you later. We have a lot to cover today, and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. Den Moment einfangen, den Moment einfangen. Ich kann kotzen von Mark Jefferson. Not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student or a friend. I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to judge. No smartphones in class, Max. Was? Warum? Was ist dein Problem? Usually, people. Haben wir das Tippgeräusch nicht gehört? Wir haben es 11.05 Uhr. Max, der Chef mit der Knarre. Heirate mich. Illegal in Oregon. Noch. Diese gleichgeschlechtliche Ehe. Scheiß drauf. Brennen wir durch. People need something to judge, so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example.
who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying chiaroscuro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see in mono. Yo! Some crazy shit is going down at the girl's dorm! Zachary, do not come into my class like that ever again. Fest. Listen! Oh, Mann. Everybody remain seated. Ja, alle bleiben sitzen, so sieht's aus. Dismissed. Puh, ich leg mich vorher auf Logan fest. 50-50 Chance am Ende dann doch. Ach. Boah, das war aber gerade eine Farbgebung. Is this for real? It flipped out! I didn't think she was that messed up. Boah. Ich krieg halt Gänsehaut, mir geht's gerade gar nicht so gut, weil... Kate. Das war gerade eine sehr traurige Stimmung hier. Ja, passt ja. Diese Farbgebung. Kate! No! Oh God. I have to do something to help her. If she jumps, she might not die. Yes, she will. I cannot believe this, bro. How long has she been up there? Long enough. Natürlich muss Vic das filmen, Ace. She can't die. She can't. Was macht man eigentlich so in einer Situation, wenn man davor steht? Hingucken, wenn sie aufkommt? Weggucken? Hingucken und für immer einen Knacks haben? Mal so nebenbei. Boah. Ach du Scheiße. Aua, Nasenbluten. Not now. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Die Zeit steht still. Alles steht still, aber mit einer verdammten Anstrengung kann Max sich hier fortbewegen. Tut bestimmt auch scheiße weh. Sogar die Vögel stehen. Das ist so krass. Was einerseits... Wow. Überwältigend, aber andererseits, wenn man genau darüber nachdenkt, was... Wie er für Alyssa da ist. Na, das ist halt auch Warren, der ist für jeden da. Für jeden, der gut ist. Aber wir wissen halt mehr und die Kraft, Segen und Fluch zugleich. Max hat aber, wie ich weiterhin finde, einfach die coolste Kraft von allen. Auch wenn die schlimmste von allen mit der Konsequenz... Am Ende die schlimmste, weil so viel Macht und wer weiß, was richtig ist. Andererseits Sean und Daniel mit der Telekinese, die Kraft, die man praktisch nicht verstecken kann. Max kann ihre Kraft praktisch nicht zeigen. Also egal, was sie macht, kein Schwein bekommt's mit, weil alles steht oder halt die Zeit zurückgedreht wird. Und bei Alex... Könnte man auf den Trichter kommen? Sie kann meine Gedanken Max, lesen? Head to the dormitory. Ja, ich schweife aus, roof. Ich weiß. Klar, in Summe hat jeder mit seiner Kraft schon was Besonderes. Aber die von Max ist irgendwie nochmal ein Ticken besonderer. Zumindest für mich. Wobei ich das mit dem Kraft nicht verstecken können bei Daniel auch übel finde. Für ihn. Tja, David, so langsam, wenn du mal die Zeit anhalten könntest. Wie ist es überhaupt auch gekommen?
Sicherheitschef. Warum liegt jetzt hier wieder so viel Gerümpel? Wo Samuel gerade ist, ob er das hat kommen sehen? Ist bestimmt gerade im Schulgebäude, oder? Ich gehe jetzt nicht nochmal hier rum und gucke mir alle an. Puh, jetzt wird's gleich schwierig. Ohne Zeitdruck, oder? Überwiegend? Komplett ohne? So oder so wird's schwierig. Das darf nicht schief gehen. Yes. Ich will es nicht nochmal erleben, dass Kate nicht mehr ist. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. Wie dunkel ihre Augen sind. Ja, blöde Kraft, aber die blöde Kraft hat uns überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, hier nochmal hochzukommen. Du bist wichtig. Beim ersten Mal gesagt, als Anruf nicht angenommen, das weiß ich noch sehr gut. Und ja, wenn man genau darüber nachdenkt, kann das ja gar nicht sein, weil du kannst ja nicht so wichtig sein, denn ich habe deinen Anruf nicht angenommen. Insofern scheint hier besser zu sein. Es wird besser werden. Ich werde besser werden, ich werde mich bessern, ich werde mehr für dich da sein. Aber alles wird besser, Kate. Boah, wie schaffen wir das? Ich will Kate nicht mehr sehen. Don't worry, Kate. Things will get better. I promise. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. Like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. Thanks for that. But I needed you more when I called to actually talk. That's when I needed a friend. Ausreden suchen oder mit der Wahrheit rumkommen? Boah, jetzt wird's schon schwieriger. Es war auf stumm geschaltet. Lüge, Batterie war alle Lüge. Ansonsten wäre Kate ja gar nicht durchgekommen, hätte sie gehört. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Ich dachte, es sei Warren, nicht denken, nachgucken. Gefühlt, wenn ich mir so die drei Sachen bisher nochmal durch den Kopf gehen lasse, passen gar nicht. Ich war mit Chloe zusammen. Ich bin für meine Freundin da und das war ich in dem Fall für Chloe, auch wenn sie mich jetzt nicht so gebraucht hat, wobei vielleicht doch, aber nicht so sehr wie du. Ich werde mich ändern, ich werde auch für dich da sein. Zum Glück läuft hier kein Zeitdruck ab. Im Grunde ist das eine Widerworte-Herausforderung, oder? Ohne das, was der Gegenüber sagt, sondern mit dem, was man selbst getan hat. Das Richtige sagen, um zum Erfolg zu kommen. Es war auf stumm geschaltet. Könnte doch gar nicht so doof sein. Ja, es ist eine Lüge, aber ich hab's einfach verpasst, Kate. Tut mir leid, es war auf stumm geschaltet. Die Batterie war alle. Das ist die Lüge überhaupt, das kriegt sie so schnell mit, weil der gewünschte Gesprächspartner, ... Ich dachte, es sei Warren, das kann man auch knicken, weil, ja, guck doch nach, dann siehst du, dass es nicht Warren war. Wir haben beide den gleichen Klingelton bei Max. Gefühlt sagt mir jetzt doch, es war auch stumm geschaltet, das könnte am ehesten klappen, weil ich war mit Chloe zusammen. Ja, wäre ehrlich, aber andererseits könnte man bei beiden richtig liegen, im Sinne von, wir retten Kate vom Dach. Ich habe gerade Angst, hier loszulassen. Ich weiß, wir haben gerade nichts ausgewählt. Das würde so aussehen, wenn wir was ausgewählt haben. Wenn ich jetzt loslasse, wählt er zufällig was aus. Das sind gerade meine Bedenken. Ich lasse jetzt den Finger auf der Maus.
Fällt weg. Gefühlt ist jetzt doch stummschalten besser, wo es eine Lüge ist. Ich war mit Chloe zusammen, wäre scheiß ehrlich, aber was bringt uns das? Ehrlichkeit, ja, bringt schon viel, aber es geht hier gerade um Kates Leben. Ach, Ehrlichkeit oder leicht flunkern für Kate. Am Ende bringt uns das Flunkern auf die falsche Bahn, auf die ich nicht will. Ich weiß es halt nicht und zurückspulen ist halt nicht. Das ist das Problem, wenn man nicht zurückspulen kann bei Entscheidungen, die man trifft. Ich war mit Chloe zusammen. Es war auf stumm geschaltet. Das kann eigentlich nicht zum Erfolg führen. Ja, es wäre ehrlich, aber warum sollte Kate das jetzt anerkennen? Ja, wenigstens bist du ehrlich, aber bring mir jetzt auch nichts. Bitte, lass es gut gehen. I swear, it was in silent mode and I didn't see it. Or I totally would have answered. I needed you to answer, Max. Everybody thinks I'm a viral slut now. There is no everybody. There's only your friends and your family who love you. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Zum Glück läuft hier keine Zeit ab, wo wir uns schnell entscheiden müssen. Sind die Augen nicht mehr so? Oh, sind die lila? Ich sammle Beweise. Zu gefährlich für uns. Ich brauche mehr Zeit. Ich war mir nicht sicher. Scheiße, das klingt alles auf den ersten Blick gar nicht so verkehrt. Wenn wir jetzt wieder auf Beweise sammeln gehen, dann wird Kate sich wieder für den Moment sagen, ach, es dauert mir zu lange und wer weiß, ob es überhaupt was bringt. Ich glaube nicht dran, ich springe jetzt. Zu gefährlich für uns. Das kann ich gar nicht so richtig einschätzen. Ich brauchte mehr Zeit, aber jetzt weiß ich mehr, der David. Ich war mir nicht sicher, was das Richtige für den Moment war. Oder was wollen wir damit sagen? Ich weiß ja noch, wie am Ende des ersten Durchlaufs es auch ganz gut schien, dass Kate auch nicht springt, aber dann hat es halt doch zack gemacht. Also so wie Kate reagiert, da dürfen wir uns nicht in Sicherheit wiegen. Von ihr in Sicherheit wiegen lassen. Das muss gar nichts heißen, auch wenn es bei ihr gerade gut aussieht. Was machen wir denn jetzt hier? Ich sammle Beweise. Zu gefährlich für uns. Kate, ich weiß doch auch nicht, was wir machen sollen. Ist einfach zu gefährlich für uns. Lass es bleiben. Nee, was? Damit kann ich irgendwie am wenigsten anfangen. Ich brauchte mehr Zeit. Jetzt habe ich die Zeit. Ich habe die Zeit genutzt, jetzt weiß ich mehr. Etwas pixelig, die Träne. Ich muss immer noch an Nobody's Home denken, wenn wir hier oben stehen. Ich war mir nicht sicher. Aber jetzt schon oder jetzt immer noch nicht? Ach Max, das bringt mich auch nicht weiter. Könnte Kate sagen, ich sammle Beweise. Gefühlt, ich sammle Beweise oder ich brauchte mehr Zeit. Ich brauchte mehr Zeit, jetzt weiß ich genaueres. Ich denke, damit können wir mehr anfangen als heute Morgen. Ich sammle Beweise, hab nur Geduld, hab weiterhin Geduld. Das könnte uns auf die falsche Bahn bringen. Gefühlt sagt mir jetzt mein Gefühl. Ne? Gefühlt sagt mir jetzt mein Gefühl. Ich brauchte mehr Zeit. Mache ich das? Ich sammle Beweise. Du wirst schon sehen.
Nee, werde ich nicht sehen, weil ich springe jetzt, Max. Tschüss. Ah. Oh. Ich will nicht, dass Kate springt. I needed more time to investigate on my own first. But we have to be careful. You get to be careful. But I'm the one in the goddamn video. Too late, Max. You're too Nein. Late. Yes, I know I screwed up. I'm sorry, Kate. Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Nein, Kate. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm horny on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Hmm. Es gibt Millionen an Videos. Alle werden es vergessen. Sei stark. Aber ich kann nicht mehr, würde sie dann sagen. Alle werden es vergessen irgendwann. Auf den ersten Blick ist das wieder nicht so eindeutig. Sei stark. Ja, aufmuntern. Was bringt das jetzt noch? Es gibt Millionen an Videos, Kate. Irgendwann werden die Leute es vergessen. Ja, so können wir das miteinander kombinieren. Schließt es die beiden vielleicht aus? Es gibt Millionen an Videos und alle werden es vergessen, weil man die miteinander kombinieren kann? Ha. Huh. Was ich mir hier zusammenspinne. Alle werden es vergessen. Auch du, wenn alle, dann auch du. Aber Kate wird das doch nicht vergessen. Ich nehme das gerade so wörtlich. Es gibt Millionen an Videos. Deins ist eins davon. Es gibt noch viel schlimmere. Es wird noch viel schlimmere Videos geben und die werden schlimmer als deins sein. Ja toll, vielen Dank. Bringt mich jetzt aber auch nicht weiter, denn meins ist schon schlimm und damit muss ich leben. Mein Gefühl sagt mir, sei stark. Klingt irgendwie aber auch zu einfach, oder? Mann. Ich mach das nach diesem Durchlauf vielleicht nie wieder, Kates Leben zu riskieren, im Sinne von Anruf nicht annehmen. Es fühlt sich halt so scheiße an. Ich meine, noch ist es nicht endgültig, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das geht wieder schief. Und ich mag das Gefühl nicht. Es gibt Millionen an Videos. Alle werden es vergessen. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. Wirklich? Forever. Can we hug on it? No! Nobody cares about me! Nobody! Boah, Mann, ich hab gedacht, jetzt, das wär's schon. Oh, da habe ich schon Hoffnung und dann... Deine Schwestern, dein Vater, deine Mutter, nee, mit der brauchen wir nicht kommen. Deine Brüder? Deine Schwestern. Auf dem Bild haben wir bloß eine gesehen. Dein Vater. Also mit deiner Mutter brauchen wir gar nicht ankommen. Deine Brüder heißt dann vielleicht... Ah, ich habe gar keine, Max. Was erzählst du denn da? Deine Schwestern? Ich habe doch bloß eine. Dein Vater. Mein Gefühl sagt mir dein Vater. Deine Mutter ist Quatsch. Deine Brüder? Oh, jetzt müssten wir ihr zugehört haben. Hat sie jemals Brüder erwähnt? Ich meine, nein. Deine Schwestern? Sie hat doch bloß eine. Die waren noch zu viert... Zu fünft auf dem Bild? Aber nicht deine Schwestern, deine Brüder. Das klingt ja wie Kate und noch mindestens zwei andere. Und zumindest auf dem Bild haben wir nicht Kate und zwei andere Kinder gesehen. Ich frage mich gerade ernsthaft, waren da fünf Personen auf dem Bild oder vier? Fünf, oder? Ein Bruder, eine Schwester und Kate?
Aber wenn es nur ein Bruder und eine Schwester ist, dann sind ja deine Schwestern Mehrzahl und deine Brüder Mehrzahl falsch. Deine Mutter können wir knicken? Deine Mutter können wir knicken. Mann. Bitte, Kate, jetzt komm hier weg. Kate, I saw that card from your father. You can count on him. He clearly loves you without question. Dad does care, even though I hurt him. He's the only one I know who believes in me. See? Komm. You're not alone. Bitte. And nobody down there wants to see you up here. Bitte, Kate. This isn't the end, Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Nice try, Max. But God put me on this roof. Oh, nochmal. Scheiße. Sprüche. Oh nein. Selbstmord ist eine Sünde. Boah, das ist jetzt die Entscheidung. Mir kommen gerade zwei Tränen durchs Gesicht, weil ich will, dass der Scheiß jetzt endlich endet, aber... Kacke! Ich fühle mich jetzt nicht so sicher, dass ich sagen könnte, hey, Sprüche um 21.15 Uhr oder Matthäus um 11.28 Uhr. Mann! Selbstmord ist eine Sünde. Ich habe keinen Plan, ob das stimmt. Wenn man sich mit den Sprüchen aber jetzt nicht auskennt, dann wäre das viel zu einfach. Wenn man denkt, damit kommt man zum Erfolg, das geht auf jeden Fall schief. Also oben Selbstmord ist eine Sünde, das kann ich ausklammern, aber dann bleibt eine 50-50 Chance. Matthäus 11,28 klingt an sich ja gar nicht so verkehrt. Warum? Weil es konkret ist, weil Sprüche 21,15, das klingt so beliebig, so allgemein wie ich habe mich gar nicht genau damit befasst, einfach nur Sprüche. Selbstmord ist eine Sünde. Wenn ich mich jetzt noch besser damit auskennen könnte. Es ist vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben so, dass ich mir sage, Mist, hätte ich mich doch nur mal näher damit befasst, ob jetzt hier oder generell. Ist Selbstmord wirklich eine Sünde? Ich will jetzt aber auch nicht im Internet nachgucken. Es ist auch irgendwie doof. Insofern, nee. Selbstmord ist eine Sünde. Wenn ich bloß eine Zeit reisen könnte, wenn ich jetzt nochmal an die Stelle zurückspulen könnte. Ja, es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Also das mit der Mutter und mit dem Vater, das hinzubekommen, das war jetzt überhaupt keine große Kunst, aber für mich ist es jetzt gefühlt eine große Kunst, das hier hinzubekommen. Alle drei handeln von irgendwie der Bibel. War nicht eins von beiden irgendwie mit erquicken und kommt alle zu mir oder so? Gefühl sagt mir gerade, wie wäre es mit
Nimm Matthäus 11,28, weil das kommt der aktuellen Uhrzeit, die hier gerade herrscht, am nächsten. Aber vielleicht ist das auch das Problem, weil vielleicht bringt das halt Kate zu Gott oder... Ich weiß es nicht. Aber irgendwas war mit kommt zu mich ist gut. Also Selbstmord, seine Sünde, weiß nicht. Damit kann ich so einfach auf die Fresse fallen, weil ich einfach nicht Bescheid weiß. Aber das kann ich ja zu jeder Möglichkeit sagen. Matthäus 11,28, Sprüche 21,15. Stand da wirklich Sprüche 21,15 in Kates Zimmer oder sagt sich das Max gerade so? Ach ja, Kate, dieser 21,15 Sprüche, das ist es. Aber ich habe es mir nicht genau gemerkt. Das zeigt ja dann, dass wir nicht aufmerksam genug waren, dass wir uns nicht genug für sie und ihre Sachen interessiert haben. Aber vielleicht stand da wirklich Sprüche. Ich weiß es halt nicht. Irgendwas war mit kommt zu mir und das andere weiß ich halt überhaupt nicht mehr. Und wenn ich halt nicht weiß, wo Matthäus oder wo dieses kommt zu mir liegt, ob jetzt bei Matthäus oder bei Sprüche, habe ich ein dickes Problem. Ich muss mich auf 50 verlassen. Im Zweifelsfall nach rechts gehen, sage ich mir. Das wäre ja Matthäus 11,28. Es ist nicht nur ein Videospiel, es ist mehr. Und ich will Kate nicht da unten sehen. Ich will sie weiter im Leben sehen. Aber ich habe keinen Plan, was zu tun ist. Das fühlt sich so scheiße an. Das ist eher wieder ein Grund für geh aufmerksamer durchs Leben. Auch wenn es nur sowas ist, was dich auf den ersten Blick gar nicht interessiert. Diese Information könnte dir noch hilfreich sein. Selbstmord ist eine Sünde, klammer ich aus, ist irgendwie zu einfach. Im Zweifelsfall nach rechts? Oder habe ich eine Menge Fantasie und finde noch was zu 21,15? Wenn wir 21,15 wählen, dann wird Kate 21.15 Uhr am heutigen Tag noch erleben. Ich kann mir alles zurechtdrehen, wenn ich will. Fantasie sei Dank, im Zweifelsfall nach rechts oder heute eine Menge Fantasie. Das ist eigentlich auch Fantasie mit 11,28 Uhr. Und das im Zweifelsfall nach rechts. Ach, ich weiß es nicht, ich muss mich jetzt entscheiden. Klammer ich aus, links, rechts. Kate, du wirst 21.15 Uhr heute erleben. Wehe, wenn nicht. How does that proverb go? When justice is done, it brings joy to the righteous, but terror to the evildoers. I don't believe in justice, Max. I don't believe in anything anymore. Scheiße. Nein! No! Nein! Warum denn? I know this isn't pleasant for any of us, but we have to go over what happened before Miss Marsh, before she did what she did. Officer Barry will be taking notes for the official police inquiry. I'm sure you'll give him your full cooperation. Such a tragedy. But there must be a reason for everything. We need to find out why Kate Marsh would be driven to such desperate action. As principal of Blackwell Academy, I take my duty seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen,
As our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not. And that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Nichts dergleichen. Die Superkraft war es, deswegen konnten wir da oben sein. Ich habe ja schon von vornherein gesagt, ich spiele hier mit Kates Leben und ich habe mich verzockt. Es fühlt sich scheiße an. Es ist nicht nur ein Videospiel. Oh Mann, ey. Wenn ihr aber wissen solltet, wie man das hier lösen kann, nur mit den richtigen Antworten, lasst es mich nicht wissen. Nicht wissen. Vielleicht gebe ich dem Ganzen nochmal einen Versuch, jetzt nicht hier, indem ich jetzt mal den alten Spielstand lade, einfach im nächsten Durchlauf oder in einem der nächsten Durchläufe. Ich will es nicht wissen, vielleicht probieren wir es nochmal, aber dieses mit Kates Leben spielen, das ist so ein Scheiß. Sage ich mir jetzt wieder für einen Moment. David hat sie gemobbt. Nee, den ziehe ich da nicht rein. Sie weinte wegen Jefferson. Wäre schon nicht verkehrt, wenn er was dran bekommt, aber es wird ja nichts bringen. Wir haben einmal was gegen Jefferson gesagt, ja, und beim ersten Mal, war das beim zweiten Mal? Ich meine ja, und beim ersten Mal, Nathan gab ja K.O.-Tropfen. Ich habe mir das nicht gemerkt. Also einmal war Jefferson auf jeden Fall dabei. David hat sie gemobbt, will ich halt gar nicht sagen, weil ich halt mittlerweile auf jeden Fall weiß, dass David einer von den Guten ist. Beim ersten Mal habe ich doch gesagt, Nathan gab ihr K.O.-Tropfen, weil der Nathan ist ein Arsch und... Also beim ersten Mal habe ich Jefferson da nicht mit reingezogen. Ich glaube beim zweiten Mal, weil ich wusste, was für ein Arsch er ist. Und deswegen habe ich David hat sie gemobbt noch nie gesagt. Beim ersten Erleben hätte ich das sagen können, weil ich noch nicht wusste, wie gut er sein kann. Aber ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt. David hat sie gemobbt. Und will ich auch nicht, weil ich weiß, dass David schwer in Ordnung ist. Mann, dann geht das eine Foto von Kate wohl nicht. Als ob es nichts Wichtigeres gäbe. Aber, ja. Am schlimmsten ist halt einfach, dass Kate einfach nicht mehr da ist. Es war vielleicht das erste und letzte Mal, dass ich mit ihrem Leben gespielt habe. Ich wusste ja ganz genau, wenn das nicht gut geht, dann nimmt mich das mit. Nimmt's auch wieder. Es ging nicht gut. Wird nicht gesagt, weil David einer der Guten ist. Ne, Elfen gab ja K.O.-Tropfen. Dann geht einer von den beiden. Da würde David gehen. Da ist sein Job wieder los. Kann er Busfahrer werden? Ja, es ist so naheliegend. Was hat er da getan? Ach du Arsch. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before our class. Then she ran off crying. Mark, I do know that Miss Marsh has assisted you on class events. Kate, hatten wir das beim ersten Mal? Miss Marsh.
has been very withdrawn lately. I assume this awful video was the cause. I hated seeing the students laugh at her. She was upset Miss Caulfield didn't return her calls. She felt rejected by the school. She shouldn't have asked to be on video. Weiß sie davon? Back in with some dudes. Er davon. She didn't ask for any of this. No, on the contrary. Max was right to bring this up. Now, I wanted to help, but I guess I was too late. Well, now this is problematic. The publicity is rising, and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco. Are you serious? I am. We don't need any negative press about that event. And we need to involve the Academy in possible disciplinary measures for you. I understand. There are bigger things at stake than me. The life of a young girl, for one. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Ich will aber, es macht ja keinen Unterschied. David dran bekommen, nee. Ein Elfen aus dem Verkehr ziehen wäre nicht verkehrt, aber er ist ja auch nur ein Spielball. Der Jefferson ist halt der Oberarsch. Ich unterschreibe das. Für Max. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Man könnte meinen, es geht schon wieder besser, aber ich fühle mich einfach irgendwie leer und verloren. Kate ist nicht mehr. Jetzt nimmt Warren ja Max wieder in den Arm. Die schöne Musik. Watching her drop like a weight. I really thought I could save her. Like a superhero. Come on, Max. Do not for a second blame yourself. Kate was on that roof for her reasons, not yours. My hand just reached out. Stop it. You were the only one with balls enough to run to the roof. You were the only one who cared. Yeah, I sure made a big fucking difference. Maybe if more people cared, better people than me. You're the best person around. Warren, I screwed up today. That makes no logical sense. Warren, I don't mean to sound weird, etwas zu stark. There's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? Erstmal Max kalt. What the hell is this? Die Sonne verschwindet. The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. Ich freue mich auf das Lied. Oh. I believe you, Warren. I believe anything this week. Thank you.
Das Lied hat mir gerade den Rest gegeben. Also einerseits... Es ist natürlich wunderschön, weil es halt wunderschön ist. Aber in Verbindung mit Life is Strange ist es auch traurig. Selbst wenn Kate überlebt, wenn sie nicht vom Dach springt, dann... bringt das Lied irgendwie zum Vorschein, dass hier in... Okay, der Bay was nicht richtig läuft. Jetzt mal gar nicht zwingend der Tornado oder so einfach. Dieses Mobbing zum Beispiel. Und wenn Kate überlebt, dann sieht man hier einen Ausschnitt von ihr, dann ist das besonders schön, weil das Lied ja auch schön ist, keine Frage. Aber es richtet sich, würde ich mal meinen, hauptsächlich daran, wie man einfach, ob man Kate gerettet hat oder eben nicht. Ich habe jetzt wieder fleißig Tränen vergossen, weil ich jetzt einfach nur an Kate gedacht habe. Und jetzt könnte man meinen, es ist in Anführungszeichen nur Kate. Es ist noch nicht mal Max oder Chloe oder Rachel oder Steph oder sonst wer. Kate ist super, genauso wie zum Beispiel Warren oder Dana. Und wenn einer von denen zum Beispiel, bei Warren würde ich sogar noch einen Ticken höher stellen, aber Kate und Dana zum Beispiel könnte man, wenn man überhaupt Leute auf eine Stufe stellen kann. Aber nehme ich mal an, Dana hätte es irgendwie erwischt, dann würde mir das auch nahe gehen, weil es halt einfach ein Charakter ist, den ich toll finde. Den ich vermisse, wenn er eben nicht mehr da ist. Ob jetzt Dana oder Kate oder auch Alyssa, macht dann keinen Unterschied. Klar, gibt es dann auch wieder Charaktere, wo ich mir sage, hey, wenn Max, Chloe zum Beispiel nicht mehr wären, dann ist das noch viel schlimmer, aber am Ende macht das doch keinen großartigen Unterschied, denn wenn ich traurig bin, wenn jemand nicht mehr ist, dann reicht das schon aus. Wie es mich einfach ankotzt, dass ich es verkackt habe, ey. Nervt mich mächtig gewaltig. Ja, ich habe mich auf das Spiel eingelassen, das Spiel, das Zocken um das Leben von Kate, hat mich verzockt. Das ist echt eine scheiß Situation. Aber das Leben geht weiter. Okay, ich habe wieder Prozente für euch. Episode Out of Time. Zur Polizei gehen oder auf Beweise warten? Damals, oh, dicker Unterschied, 34 zu 66. Jetzt knapp für zur Polizei gehen. Damals war es noch deutlich auf Beweise warten. Das ist interessant. Ich frage mich gerade, konnte man... War es jetzt wirklich entscheidend, was ich am Ende gesagt habe? Aber wenn Max weiß, wenn hinter Matthäus 11.28 Uhr steht, wir kommen zu ihm... Dann ist das so eine Aufforderung für spring doch. Das ist doch eigentlich auch Quatsch. Dann ist es doch Selbstmord, ist eine Sünde, oder? Also ich will es nicht beantwortet haben, aber das denke ich mir jetzt im Nachhinein. Wenn es das nicht war und das andere mit irgendwas ist mit hier, komm zu mir, geh zu ihm, wäre doch Quatsch, das zu sagen. Selbstmord ist eine Sünde. Ich weiß da auch nicht. Oder habe ich es doch vorher verkackt? Und da auch? Leicht? Du hast Kates Anruf angenommen.
Nicht angenommen, damals 81 zu 19, jetzt 84 zu 16. Nicht angenommen, weil gezockt und verzockt. Ich mich dafür jetzt erstmal überhaupt nicht mag. Wenn es gut gegangen wäre, hätte ich mir gesagt, ja, ging ja nochmal gut, aber jetzt... Ist nicht nur ein Videospiel, aber wenn ich sage, ich habe bewusst mit dem Leben von Kate gespielt, dann gehe ich ja doch irgendwie drauf ein. Vielleicht hatte ich aber gar nicht die freie Entscheidung und ich, ja, dachte, ich habe die freie Entscheidung, aber für mich wurde anders entschieden. Schicksal und so. Damit würde ich es mir jetzt schön reden. Frank erschießen oder nicht versucht, ihn zu erschießen. 52 zu 48 damals. Kein großer Unterschied. Erschießen, ja, klingt gut. Weil er die Waffe nicht haben soll. Du konntest Kate nicht retten, du konntest sie retten. Damals 37 zu 63. Mittlerweile deutlich auf Seiten Kate Leben gerettet, weil keiner oder die Überhand es einfach nicht sehen will. Ich will es auch nicht sehen, aber ich hab's verkackt. Nathan beschuldigt. Jefferson beschuldigt. David beschuldigt. Ich glaube jetzt doch, jetzt wo ich gemerkt habe, wie er geredet hat, dass wir beim ersten Mal gesagt haben, hier, Jefferson war's. Ich habe mir auf jeden Fall mal die Frage gestellt, der fährt jetzt weg. Kommt er wieder? David habe ich, glaube ich, nie beschuldigt. Beim ersten Mal dann Jefferson, beim zweiten Mal Nathan, weil ich mir gedacht habe, wenn wir Nathan aus dem Verkehr ziehen, dann können wir vielleicht hier und da ein Detail ändern. Pustekuchen. Damals 13 zu 71 zu 16. Mittlerweile deutlich mehr bei Jefferson, weil deutlich mehr Bescheid wissen, was bei ihm so abgeht. Ich muss halt gestehen, ich bin heute unvorbereitet. Ich habe gerade Folge 81 offen auf meinem Tablet und muss gerade zu der Stelle spulen. Ach ja, wo die ganzen kleinen Dinger sind. Gibt's eigentlich mittlerweile... Na, es sind die gleichen. Sich nix. Da macht irgendwer irgendwas falsch. So, du hast deine Pflanze nicht gegossen. Damals 71 zu 29 für gegossen 71%. Mittlerweile deutlich ausgeglichener. Weil man einfach Bescheid weiß. Was zu dem führt, was man will. Du hast Alyssa geholfen, nicht geholfen. 60 zu 40 damals, jetzt 70 zu 30, weil keiner, die Mehrheit will Alyssa einfach nicht leiden sehen. Link, oh! Überraschung, auch wenn kein großer Unterschied, aber Überraschung. Damals, weggewischt, gelassen, 94 zu 6. Jetzt haben die ihn mehr stehen lassen. Aber ich habe ihn weggewischt und Kate ist trotzdem geflogen. Ja, toll. Du warst nett so. Hi, Taylor. Damals 46 zu 54. Warum? Weil es vermehrt toll gefunden wurde, wie Taylor einfach nett sein kann oder ein gutes Verhältnis zu Max haben kann. Huh. Du hast Warrens Einladung angenommen, abgelehnt, 76 zu 24 damals. Angenommen jetzt weniger, warum das denn? Weil die Spielerschaft Warren... Spielerschaft, als ob das ein Videospiel wäre. Weil die meisten Warren einfach nicht leiden können? Nee, kann nicht sein. Vielleicht sehen die meisten aber Max und Chloe zusammen. Könnte ich verstehen. Aber für mich ist es irgendwie Max und Warren.
Jetzt wird's wieder interessant, weil die nächste Entscheidung steht bei mir in Folge 81 noch auf der linken Seite. Nachricht geschrieben, keine geschrieben, 55 zu 45. Max war auch hier. Ja, jetzt waren mehr dafür, weil, ja, warum nicht? Max und Chloe und Rachel. Will doch jeder sehen, oder die Mehrheit, sagen wir so. Jeder will da ja 100 stehen. Jetzt geht's ja ganz oben rechts weiter an erster Stelle in Folge 81. An den Gleisen rumhantiert, nicht rumhantiert. Das finde ich immer noch interessant. Was macht das eigentlich am Ende aus? Zugunglück? Ich habe es noch nicht mitbekommen. Damals 32 zu 68, jetzt 1% Unterschied. Was macht das aus? Ich hab's bisher immer gemacht, das weiß ich. Du wurdest zur Party eingeladen, du wurdest nicht eingeladen. 49 zu 51 damals, 60-40. Wie bei Taylor, einfach sich mit Courtney gut stellen. Du hast Warren geholfen, du hast ihm nicht geholfen, 43 zu 57 damals. Ach, hier mögen dann doch eher die meisten Warren. Naja, als Freund, aber nicht als hier, heirate mich. Das hat ja Chloe gesagt. Jefferson von David erzählt, nicht von David erzählt. Damals 76 zu 24, kein großer Unterschied, obwohl, ja. Auch in Unwissenheit wollte man ihm nichts erzählen. Also mir geht's schon etwas besser, aber allein schon wenn ich... Ist ein Kaninchen, oder? Das Kaninchen von Kate dann wiedersehe und das Wissen, es wird Kate nie wiedersehen. Wir werden Kate nicht wiedersehen. Mit der Entscheidung. Scheiße. Das war also in diesem Durchlauf das erste große Mal, dass mir die Tränen gekommen sind. Weil es mich einfach traurig macht, was wir hier erlebt haben. Kann ich hier nicht zum Hauptmenü? Episode Spielen beginnen. Was ist denn der Unterschied zwischen Beginn und Spielen? Das ist doch Quatsch. Episoden spielen. Okay, aussuchen. Ab ins Menü. Gucken wir uns jetzt nicht an. Ich drücke schon wie wild Escape. Wie wild hört man gar nicht so, oder? Wir müssen abwarten, bis die Schrift weg ist. Episoden spielen. Ja, damit kommen wir hier zurück. Das Bild finde ich immer noch toll. Ich würde gerne das alles hier nicht sehen wollen. Also, der Gesichtsausdruck von Chloe, der verspricht nichts Gutes. Stupsnase. Sagt er so, oh Max, du hast mich jetzt 5 Jahre lang alleine gelassen, hast dich nicht gemeldet. Aber ich finde diesen Gesichtsausdruck so stark. Auch ein schönes Bild, wobei etwas zu viel Filterkram für meinen Geschmack. Eine Bombe in der Schule. An der Tür. Oh Mann. Ihr beiden, ihr seid echt zwei Knalltüten. Na gut. Was ich nicht geschafft habe, was mir eigentlich wichtiger gewesen wäre, das heißt wäre, ist, Kate zu retten, habe ich nicht geschafft. Wir bleiben weiterhin dran, alle Bilder zu finden, die wir finden wollen. War ja eins für mit Kate, ne? Bild hier zu sehen. Episode 4, 5. Weiß nicht mehr genau. Wann besucht man Kate in Episode 3? Warum war das denn in Episode 4? Ich lasse mich einfach überraschen, ob wir das noch finden können, jetzt wo Kate nicht mehr ist, aber das, was ich finden kann, das will ich finden. Das ist weiterhin das Ziel und mit diesem Bild hier erstmal Schluss für diese Folge.
Und ich werde mich jetzt erstmal wieder sammeln für dann die nächste Folge. Die wird schlimm genug am Ende. Ja. Wobei, so richtig schlimm wird es erst zu Beginn von Episode 4. Ach. Gut. Ja, und heute mit dieser Folge ist erstmal Schluss. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.